Heute geht es darum, wie du die Töne auf dem Griffbrett findest. Und dazu wird dir mein Klon jetzt mal eine simple G-Dur-Tonleiter vorspielen. Und jetzt weiter. Wie weiter? Nee, ganz die Saiten hoch. Das meine ich. Wenn du wissen willst, wie du deine Noten überall auf dem Griffbrett wiederfindest, dann ist das Video hier für dich. Ich zeige dir hier drei einfache Methoden, mit denen du alle Noten deiner Tonleiter auf dem Griffbrett freischalten kannst und das ohne Noten zu können oder großartig Musiktheorie zu beherrschen. Vielleicht kannst du eine Tonleiter spielen, vielleicht kennst du auch ein paar Muster, die auf deinem Griffbrett gut klingen. Die Frage ist nur, wie kommst du über diese Box hinaus, die du auf deinem Griffbrett freigeschaltet hast? Musst du dafür Noten können oder mehr Tonleitern? Eigentlich musst du nur rausfinden, wo diese Töne, die du schon kennst, noch überall auf deinem Griffbrett verteilt sind. Ich habe hier zum Beispiel eine G-Dur-Tonleiter, die ich bis zur Oktave spielen kann. Aber wie komme ich ab da weiter? Was du im Hinterkopf haben solltest, wenn es um die Oktave geht, ist, dass sie nichts anderes ist als der Grundton nochmal, also wie die erste Note am Anfang. Und du kannst ab der Oktave genauso weitermachen wie von der ersten Note. Moment mal. Nach dem G kommt das A, also wie hier ganz am Anfang. Das ist ein Ganztonschritt. Das wäre also hier. Weil ich aber mit meiner Hand nicht verrutschen will, sondern erstmal in einer Lage bleiben, will ich rausfinden, wo diese Note jetzt auf der G-Seite ist. Und das mache ich mit der Fünfbundregel. Die Fünfbundregel besagt, so wie unsere Bässe standardmäßig gestimmt sind, finde ich eine Note immer auf der nächsten Seite fünf Bünde tiefer genauso wieder. Guck mal, wenn ich zum Beispiel auf der E-Seite den fünften Bund greife, dann ist das ein A, die gleiche Note wie die A-Seite, die zweite Leerseite. Eine Seite hoch, fünf Bünde tiefer, also der nullte Bund. A, A. Genauso, wenn ich auf der A-Seite den fünften Bund spiele, dann ist das ein D und eine Seite höher, fünf Bünde tiefer, D-Leerseite. Also das Prinzip ist klar, ich finde meinen Ton immer wieder auf der nächsthöheren Seite fünf Bünde tiefer. Genau das versuche ich jetzt mit dem A, was ich hier rausgefunden habe. Also G, A haben wir hier in der Tonleiter. Genauso ist das hier, 8 gleich 1 Regel, G, A. Und wenn ich von diesem G jetzt eine Seite hoch und 1, 2, 3, 4, 5 Bünde tiefer gehe, habe ich wieder ein A. Mal hören. Die gleiche Note. Und von hier kann ich natürlich ganz normal die Tonleiter weiterspielen. Nach dem A kommt ein H und nach dem H kommt ein C. Und somit habe ich alle Noten in dieser Position, in dieser Lage gefunden. Ich habe jetzt alle Töne in einer Lage gefunden. Aber wie kommen wir in die nächste Lage, also die nächste höhere Position auf meinem Griffbrett? Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Fangen wir mit der 2 plus 2 Regel an. Wenn du einmal alle sieben Töne deiner Tonleiter hast, sind das alle Töne, die es gibt. Unsere Dur-Tonleiter, die G-Dur-Tonleiter, hat G, A, H, C, D, E, Fis und fängt dann wieder vorne auf dem G an. Alle Töne, die dann kommen, sind einfach nur Oktaven der Töne, die wir bisher schon haben. Was wir also brauchen, ist ein Weg, um die ganzen Oktaven zu finden zu den Tönen, die wir schon haben. Schauen wir uns dafür mal das G an, das hier oben, also die Oktave, die wir schon haben. So kommen wir nämlich auf eine ganz bestimmte Regel, die 2 plus 2 Regel. Wenn du mal schaust, wie weit das G von der nächst tieferen Oktave, dem tiefen G, entfernt ist, dann siehst du, es ist zwei Saiten tiefer und zwei Bünde tiefer. Dementsprechend andersrum natürlich, dass die höhere Oktave von diesem G ist zwei Bünde höher und zwei Saiten höher. Und das ist tatsächlich überall auf dem Griffbrett so. Das Muster können wir jetzt natürlich auch auf den anderen Noten anlegen, wie zum Beispiel auf diesem A hier. A,
zwei Bünde höher, zwei Seiten höher. Wieder ein A, wissen wir schon, haben wir eben schon rausgefunden. Oder auf dem D hier, zwei Bünde höher, zwei Seiten höher. Wieder ein D. Wunderbar, wissen wir das. Jetzt haben wir schon einen Teil der Tonleiter in der zweiten Lage rausgefunden, also ab der Oktave. Wir können hier mit dem G anfangen. G, A, H, C, D haben wir eben rausgefunden und runter. Und wie geht's jetzt hier weiter? Wir wissen, hier haben wir einen Ton, aber hier in dem Bereich wissen wir noch nicht, was da hinkommt. Wir können jetzt entweder überlegen, welcher Ton unter diesem Fis hier wäre, also welcher Ton da drunter als nächstes käme. Dafür können wir einfach die Tonleiter abzählen. Oder wir rufen uns nochmal die Fünfbundregel in Erinnerung, die ja besagt, dass auf der nächsthöheren Seite der gleiche Ton nochmal fünf Bünde tiefer ist und andersrum auf der nächsttieferen Seite der gleiche Ton nochmal fünf Bünde höher. Der nächste Ton, der hier unter dem Fis wäre, wäre hier dieses E. Und den versuchen wir jetzt mal mit der Fünfbundregel auf der A-Seite zu finden. Dafür gehen wir eine Seite tiefer, also vom E, von der D auf die A-Seite. Und 1, 2, 3, 4, 5 Bünde höher. Also haben wir dieses E hier auf der A-Seite im siebten Bund. Ich spiele nochmal runter bis dahin. Wunderbar. Was uns jetzt fehlt, ist noch hier der Bereich. Wir wissen noch nicht ganz, was dahin kommt. Wenn wir jetzt hier rutschen würden, würden wir hier auf das C und das H kommen. Und jetzt können wir wieder die Fünfbundregel anwenden. Von dem C aus eine Seite tiefer und 1, 2, 3, 4, 5 Bünde höher. Das heißt, wir haben das C hier auch auf der E-Seite im achten Bund. Das H ist einen Halbton tiefer, also ist das im siebten Bund. Unser Muster sieht also jetzt so aus. Okay, wir haben unsere komplette zweite Lage gefunden. Du kannst die G-Dur-Tonleiter also jetzt sowohl hier spielen, als auch hier. Und du kannst natürlich auch beides mischen. Also nochmal zusammengefasst, wir hatten die 8 gleich 1 Regel, die besagt, dass wenn wir auf der Oktave angekommen sind, wir uns verhalten können, wie wenn wir auf dem Grundton sind, weil es nämlich ein und derselbe Ton ist. Dann hatten wir die 5-Bund-Regel, die besagt, wenn ich auf einem Ton bin, dann finde ich den gleichen Ton eine Seite höher und 5 Bünde tiefer. Genau andersrum genauso, ich finde den gleichen Ton auch eine Seite tiefer und 5 Bünde höher. Dann gibt es noch die 2 plus 2 Regel, die besagt, dass ich meine Oktave immer 2 Bünde höher und 2 Seiten höher finde, also die nächsthöhere Oktave. Das ist so der Griff, den du dir vielleicht merken kannst. 2 Bünde höher, 2 Seiten höher. Andersrum natürlich genauso, die nächsttiefere Oktave ist 2 Seiten tiefer, 2 Bünde tiefer. Zur besseren Übersicht habe ich die Regeln auch nochmal in ein PDF gepackt und auf meine Webseite gestellt. Klick einfach auf den Link unten in der Videobeschreibung oder geh auf buzzcoach.de/YouTube. Da kannst du deine E-Mail-Adresse eingeben und dann schicke ich dir das PDF zu. Außerdem bekommst du Zugang zum Backstage-Bereich von meiner Webseite. Da findest du zusätzlich das Cheat-Sheet zum effektiven Üben, mein Haltungsguide, meine Song-Analyse-Checklist und die Übungspakete zu den YouTube-Videos. Das ist alles natürlich kostenlos. Schau dir das ruhig mal an, Link unten in der Beschreibung. Wenn du mit den Tipps ein bisschen was anfangen konntest, dann empfehle ich dir, meinen Kanal zu abonnieren. Ich mache nämlich jede Woche ein Video und so verpasst du keins davon. Wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, dann weiß ich auch, dass du so eine Art von Videos cool findest und mach das in Zukunft noch öfter. Also, hau rein!